Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start, genauso wie eine kleine Runde. Let's Build Viva Pinata. So, ohne große Schnacken. Garten spielen. Garten laden. Small Feather. Garten betreten. Wenn du für deine Pflanze den richtigen Dünger nimmst, kannst du sie verbessern. Gemüse wird größer, Blumen bekommen mehr Blüten und Bäume und Sträucher bekommen weitere Äste. Sollte man vielleicht mal machen, ja. Aber erstmal warten wir, bis Ladebildschirm fertig ist. Der ist jetzt fertig. Und ich merke gerade, ich wollte mich ja jetzt eigentlich ein bisschen was informieren, wie man bestimmte Pinatas einfangen kann. Habe ich natürlich vergessen. Haben wir die eigentlich schon mit unserem neuesten Special Gießkannen-Gieß-Gedöns begossen? Haben wir jetzt jedenfalls. So, wir gucken mal. So sieht der Garten aus. Sehr schön. So, da kommt man hier hin. Die müssen auch nicht unbedingt so nah nebeneinander liegen. Die sind sowieso viel zu nah nebeneinander. Können wir ruhig hier hin. Bisschen was verkaufen wir da. So, vorsichtig, dass wir wieder gleich direkt einen Zaun wegmachen. Na super. So, und wir haben leider eine Bekanntmachung zu geben. Wo ist es denn? Und zwar hat der Peluri LP sein Let's Play-Kanal in dem Sinne aufgegeben, sprich, da werden jetzt keine Let's Plays mehr drin gemacht. Zwei Champignons im Garten, what the fuck? Er macht keine Let's Plays mehr, weil er gesagt hat, das ist einfach viel zu anstrengend. Wenn du dann nicht eine vernünftige Base aufbauen kannst, kannst du es gleich vergessen. Er hat mit weniger Videos als ich wesentlich mehr Abonnenten bekommen. Also ich glaube, da hat er seine Sache auf jeden Fall ganz gut gemacht. Meiner Meinung nach. Hat aber gesagt, nee, er möchte nicht mehr. Und hat jetzt was anderes gemacht. Und zwar macht er jetzt Synchros, will er machen. Eigentlich eine ganz coole Idee, finde ich. Scheiße. Teich graben! Teich füllen! Rasen! Und ich habe mal deinen Link in die Videobeschreibung gepackt. Da schaut ihr auf jeden Fall mal kurz rein. Bis jetzt ein Video oben. Andere folgen auf jeden Fall. Gerade ein bisschen problematisch bei ihm, weil er Halsschmerzen hat. Kann nicht mehr richtig schlucken, der arme Junge. Nein, ich werde darüber jetzt keinen Witz reißen. Pfui. Perversen, kleinen, notgeil. Gott, alle ein bisschen Techtelmechteln hier. So, haben wir vielleicht irgendwas Neues bekommen hier? Gucken wir doch mal gerade hier. Gostolotas. Guten Morgen. Wie geht's uns heute? Hellwach, putzmunter und in der richtigen Stimmung zum Geld ausgeben. Wir haben nichts Neues. Gut. Du willst schon. Ja, ich hau wieder ab. Dann haben wir noch... Hier habe ich, glaube ich, die Kuh schon geholt, wenn ich mich nicht irre. Jetzt ein bisschen her. Moin. Ja, solltest du vielleicht mal machen. Ivor, was ist mit dir? Alter Schabracke. Ah ja, ich bin sicher, wir müssen ein Schnäppchen für dich. Wonnebonbon. Ich habe keine Ahnung, was ein Wonnebonbon ist. Spezialdüngermischung.
gibt es eine nette Geschichte. Ah, egal. Juhu, die Dinger sind wieder eingepflanzt. Das freue ich mir doch ein bisschen. Schlange! Ja, wir brauchen für dich immer noch Newt Guts. Ich habe leider total vergessen nachzuschauen, wie ich Newt Guts hier reinbekomme. Hier haben wir auch noch meine Sherbets. Ach ja, wir haben hier neue Kollegen. Ein Crawler. Sollen wir vielleicht nochmal einen Crawler fangen lassen? Komm, wir lassen nochmal einen Crawler fangen. An, haben wir... Ne, da haben wir noch keinen Techtelmechtel mitmachen lassen. Ich glaube, war auch gar nicht so einfach, oder? Ich kann sagen, wann habe ich denn so viele Pflanzen hier drin? Aber die liegen ja gar nicht von mir. Ich wollte auch so ein kleines Themengebiet hier mitmachen, ne? Mit diesen gruseligen Dingern hier. Hätte man vielleicht hier machen müssen, das Haus. So, das muss nicht sein. Ah, Crawler. Moin, wo bist du denn? Weichser! Zwei Showbys gegessen, dann ist er Paarungsbedingung. Okay. Dann lassen wir erstmal einen Crawler fangen. Das ist Elefantilla. Crawler! Okay, Crawler ist in Arbeit. Ich glaube, wir hatten ja keinen zweiten Crawler, wa? Ich könnte mich jedenfalls nicht dran erinnern. Dann müssen wir noch zwei Sherbets fressen lassen. Also müssen wir noch vier Sherbets fangen. Ach du Scheiße. Dann fressen lassen. Und... das deaktiviert? Jetzt ist aktiviert, okay. Ja, irgendwelche Pilze, ne? War das jetzt? Ich bin jetzt nicht... Pilze. Möhren, Steck, Butter, Gänse, Mais, Mohnblumen, Glockenblumen, Disteln, Apfel, Giftefeu, Haselnuss, Buntkresse, Chilisame, Giftpilz, Kürbis, Brombeer, Sonnenblumen, Stachelbeeren, Tulpen, Tannen, Tollkirsch, Erdnuss, Seelrosen, Venus, Löwenmäulchensamen. Nix, was wirklich jetzt... Vielleicht sollte ich nochmal einen Löwenmäulchensamen machen. Ich weiß nicht, ob das irgendein Vieh anlocken wird. Jedenfalls die Tollkirschen-Scheiß hat auch keinen angelockt. Bis jetzt. Wir pflanzen mal das Ding hier hin. Jedenfalls haben wir noch nicht. So, damit muss ich jetzt nichts mehr machen. Eine Expresslieferung machen müssen, das dauert so Ewigkeiten. Ja, schön. Einfach. Achso, habe ich jetzt total vergessen, wie das hier. Ja, wie gesagt, Pelu LP und so, ne? Was ja ein bisschen schade an der Aussage finde, ist, es war halt so schwer. Auf YouTube generell jetzt noch irgendwie, wenn man halt was Großes werden will, jetzt noch irgendwie was groß zu werden, das schaffst du ohne entsprechende Unterstützung gar nicht. Kannst du vergessen. Ich habe keinen Wolf, also braucht man doch einen Wolf speziell, um diese Viecher loszuwerden. Oh, gleich zwei Stück, willst du mich verarschen?
Ja, du musst mir das nicht jedes Mal sagen. Pisst euch. Ich kann einfach nicht dazu, die 50.000 hier zu erreichen, ey. Ja, du kommst hier hin. Du kannst hier hin. Du kannst hier hin. Jägerin fängt Piñata. Das ist auch deren Aufgabe. Ja? Halt. Da. Hey, die Piñata-Jagd ist abgeblasen. Bis du dir abgeholt hast, was ich hier für dich habe. Du musst nur eine gute... 3000 kostet das Chess-Ding, Alter, ey. Naja. Jetzt müssen wir noch Shellybean 1200. Ach du Scheiße, geht das wieder ins Geld rein. Moin Crawler 2. Nein, anscheinend hatten wir noch keinen zweiten Crawler. Ist auch ganz in Ordnung so. Da haben wir irgendwas außerhalb fliegen. Nein. Sound ist noch komplett. Schön. Mifos! Aber da, das war falsch. Soll das mal machen. Nice. Mach ich gerne. Lickitoad. Habe ich nicht. Aber habe ich den schon mal gehabt? Oh, Lexmaumarsch, hier müssen wir mal eine Liste mal schreiben von Piñatas, die ich schon gefangen habe. Wir machen jetzt erstmal nö. Ich müsste mir mal eine Liste zusammenstellen. Nur das Momentus-Pokerboard. Das schreibe ich mir mal gerade alles auf. Was wir denn schon alles so inne hatten. Ja, damit wir das nächste Mal. Wo ist das da? Spezial fangen lassen können. Und ja. Ihr wisst schon. Gucken wir mal gerade, wa? Büchlein. Ich glaube, Lickitoad hatten wir aber. Scheiße. Enzyklopädie. Pflanzen, Struktur, Verschiedenes. Wo ist denn hier sesshafte Piñata? Also machen wir es erstmal. Arachnoid. So, da bin ich wieder zurück. Müssen wir erstmal Hinterlassenschaften machen wir erstmal weg. Ich habe mir das alles aufgeschrieben, welche wir schon generell gefunden haben. Und jetzt müssen wir noch gleich Häkchen machen, welche wir denn alles schon auch. So, wir müssen uns ja gleich nochmal. So, wir hatten denn bis jetzt, was hatten wir denn alles? Wurm hatten wir bis jetzt. Da kommt ein Häkchen. Ein Tuffly hatten wir auch schon. Ein Syrupans kriegt auch ein Häkchen. Mausmelon, jetzt müssen wir kurz gucken, haben wir Mausmelon? Da haben wir Mausmelon. Ein Sparrowmind. Da haben wir Sparrowmind. Ein Pretztail. Machen wir uns Pretztail. Ja, wie ich eben gerade schon aufgehört habe, wieder mittendrin. Aber diesmal aus bestimmten Grund. Hä? Was denn? Alles cool. Sollte man
wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt einen Kanal aufmachen, sollte man es halt machen, weil man Spaß dran hat. Okay, wenn er natürlich jetzt sagt, ich habe keinen Spaß mehr an Let's Plays, dann ist es natürlich eine andere Sache. Er hat gesagt, oh ja, ich komme halt nicht vorwärts damit. Aber würde mich trotzdem jetzt nicht davon abhalten, einfach weiterzumachen. Ganz ehrlich. Aber man muss ja für sich selber entscheiden. Jelly Bean. Dann Raisent haben wir daneben. Dann ist das das Sherbet, das haben wir auch. Bubblegum. Squirrel. Squazzle. Ne? Ja. Dann haben wir den Crawler, natürlich das übercoolste ever. Und wie hießen die Affen nochmal? Cinnamonkey. Okay. Na, Lickitung hätten wir fangen lassen können. Achso, wir müssen jetzt noch jagen lassen. So, jetzt haben wir auch eine Liste. Jetzt haben wir die einfach mal fertig gemacht. Wir brauchen nochmal ein Lickitung, bitte. Danach lassen wir Crawler 1 die beiden phrasen. Und dann jagen wir nochmal für die andere zwei Stück. Das ist doch voll knuffig! Hui! Hui! Ja, wir müssen mal gucken, dass wir gleich noch ein paar Erfahrungspope bekommen. Sherbets haben wir ja schon machen lassen. Ich frage mich, wann mal wirklich diese richtig großen Viecher auch mal so kommen, weißt du? Was aus richtig Außergewöhnliches. So, das Ding haben wir wieder aktiviert. Das ist unser Crawler. Ist unser Crawler immer noch hier am Pen? Nee. Ich würde ihn schon mal in einen phrasen lassen. Die war ja recht einfach eigentlich, oder? Glockenblumensamen gegessen. Dann könnte ich doch einfach... müsste ich aber erst das Haus wieder bauen für die und... Ach, keine Ahnung. Nee, mal so auf die einfachste Methode, einfachste Weise. Dann passt das schon. Sind beide am Pennen. Schauen wir mal hinein. Schön. Dann lassen wir die beiden mal in Ruhe. Tja, und was machen wir nun? Wir gehen und holen uns das Billard-Tab, würde ich sagen. Ach komm, wir züchten selber. Ja, so, jetzt brauchen wir noch zwei Glockenblumensamen. Wir gucken mal, ob wir es nicht selber jetzt irgendwie... deichseln können. Glockenblumensamen. Sein Tulpensamen. Glockenblumensamen. Ja, damit. Platzieren. Kasse. Hier, fressen. Hier, fressen. Eine Shadow-DB-Behausung. Okay. Dann züchten wir uns das mal schnell selber zusammen. Würde ich mal vermuten. Würde ich mal